Hey Freunde, der neue oder Schokrumerch ist endlich da. T-Shirts oder Pullover, alles ist am Start. Guckt unbedingt auf www.larsoderso.de vorbei. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo Leute, wir spielen Bash the Teacher, denn wir sind wieder zurück in der Schule und es wird Zeit, der bösen, fiesen Lehrerin ein paar Streiche zu spielen. Das da ist Miss Donnergesicht und unsere heutige Aufgabe ist es, der Lehrerin ein paar Streiche zu spielen, indem wir hier vielleicht irgendwas mit diesem Chemiekasten machen. Nein, okay, das ist falsch. Oh. Okay, ich habe ein Papierknöllchen dagegen geworfen. Oh, okay, man sieht hier, Leute, die Wut steigt und steigt und steigt. Vielleicht können wir hier was machen. Oh, wir können auf den Vogel auch einfach so Papierknöllchen werfen. Oh. Oh, was passiert jetzt? Oh, was? Okay, Leute, also wir haben es jetzt geschafft, dass die Lehrerin hier ein kleines bisschen wütender wird, weil sie gerade mit dem Kran einfach rausgehoben wurde. Ist natürlich nicht so nice, aber was passiert, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einfach hingehen und werfen ganz viele Papierknöllchen auf den Globus? Was passiert dann? Werfen wir einfach hier ein bisschen weiter drauf. Es müssen ganz schön viele geworfen werden. Oh. Oh, Miss Donnergesicht ist ziemlich... Okay, sie ist wirklich äußerst wütend. Okay, wir probieren es mal einfach weiter. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt einfach weiterhin hier ein bisschen rumblödeln. Der Vogel ist natürlich auch äußerst nervig. Okay, was können wir... Oh, was? Auf sie ist einfach eine Tonne gefallen? Oh mein Gott, was? Wo kommt die denn her, Mann? Da ist einfach gerade so eine riesen... krasse, da ist einfach so ein Riesengewicht gerade auf die draufgefallen. Lol. Okay, können wir sie selber, wir können sie selber auch abwerfen. Oh mein Gott. Dann werfen wir mal ein bisschen hier ab. Ein bisschen am Kopf, ein bisschen am Rücken und sowas. Die ist nicht wirklich die beste Lehrerin, um ganz ehrlich zu sein, ja. Aber Leute, was macht man nicht alles? Oh. Hilf mir, schreibt sie einfach. Lol. Okay. Kann man hier noch irgendwas an den Türen machen? Nee, okay. Man kann hier auf jeden Fall was gegenwerfen. Ich dachte, man kann auch irgendwie hier an diesem Chemieding rummachen. Kann man sie hier abwerfen, da und sowas. Und wir haben auch hier Upgrades. Oh, okay. Man kann hier Upgrades holen. Sprich, wir haben jetzt einen Kaktus hier. Okay, statt dem Globus haben wir jetzt hier einfach als Upgrade so einen Kaktus. Was passiert jetzt? Sie wird wütend. Sie schreibt, helft mir. Okay, sie ist wirklich sehr, sehr wütend. Okay, wir müssen einfach mal weitermachen und hier einfach ein bisschen auf ganz, 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 ganz nervig einfach diesen armen Vogel mit dem Papier abwerfen und dann den letzten schmeißen wir sie ab. Das ist ein Geist. Ey, Frau Lehrerin, da ist ein Geist, Frau Lehrerin. Es ist so ein dummes Spiel. Oh mein Gott, Leute, lass auf jeden Fall ein Like da. Es ist mega nice. By the way, schaut auf jeden Fall auf larsoderso.de vorbei, denn dort gibt es nämlich ganz, ganz coolen neuen Merch, Leute. Checkt das unbedingt aus. Es gibt nämlich limitierte Autogrammkarten bei jeder Bestellung mit dazu. Checkt das unbedingt aus, Leute, auf larsoderso.de. Jetzt vorbeischauen, jetzt mal was shoppen gehen, Leute, falls ihr Bock auf ein paar coole T-Shirts habt. Okay, der Vogel kriegt natürlich hier wieder Papierchen ab, die Lehrerin auch, dass es sie auch gar nicht stört, ne? Guck mal, wenn man sie ganz oft abwirft, so, ganz oft, nach so 10 Mal oder sowas, dann wird ihr erst wütend und schreibt, hilf mir an die Tafel. Leute, ganz ehrlich, macht es bloß nicht in der Schule nach, ja? Seid immer gut in der Schule, seid immer ordentlich, macht immer eure Sachen, immer schön die Hausaufgaben machen, ja? Das sagt der gute alte Onkel Laso zu euch, Leute, ja? Und ich meine, ist nur gut. Macht keinen Quatsch in der Schule, wie zum Beispiel, was ich hier gerade mache, den Kaktus abwerfen. Der Kaktus mag das nämlich auch nicht. Oh, jetzt ist sie richtig wütend. Oh, okay, sie schreibt wieder, hilf mir an die Tafel. Komm, Lehrerin, könnte ich mal vielleicht auf Toilette gehen oder sowas? Ich müsste mal ganz, ganz dringend auf Klo. Hallo, ich würde mal super gerne hier, ich würde mal super gerne auf Klo gehen, Frau Lehrerin. Könnte ich mal auf Klo gehen, Frau Lehrerin? Hallo, ich möchte auf Klo gehen. Oh! Huch, da ist sie aber ganz schön tief runtergefallen. Wo kam dieses Loch auf einmal im Boden her? Sie ist einfach so in dieses Loch gefallen und ist dann einfach da unten gewesen. Naja, okay. War anscheinend nicht so gemütlich da unten, weil die Lehrerin steht einfach wieder wie vorher hier. Sie, als ob die so viel ab kann. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Als ob die Lehrerin so... Die ist einfach hart im Nehmen. Die hat schon so viel in der Schule erlebt. Die kann einfach alles einstecken. Oh, die kann auch einfach in Löcher fallen. Das klingt so brutal. Das klingt so brutal. Haben wir irgendwelche Upgrades? Nein. Mit 335 bekommen wir hier den Ventilator. Wir haben hier Pets. Oh ja. Oh ja, guck mal. Dann haben wir hier einen Frosch und Waffen. Oh, ein Papierflieger. Oh, okay. Was passiert jetzt? Jetzt werfen wir den Frosch einfach mit den... Oh ja, kriegen wir... Oh ja, jetzt kriegen wir sogar mehr Punkte dafür. Okay, alles klar.
Oh, da kommt eine Wolke, das ist was Neues. Es regnet, Frau Lehrerin, ins Zimmer. Ja! Oh, das mag ich sehr. Diese Wolke hat mir sehr gut gefallen. Die Papierflieger fliegen natürlich wieder weiter. Ich will wissen, was passiert, wenn wir sie richtig, richtig wütend gemacht haben. Hier mit dieser Leiste, Leute. Wir werden das auf jeden Fall heute noch machen. Das wird sehr, sehr cool. So, okay, was passiert jetzt? Oh, sie geht jetzt. Oh. Ich glaube, das sollte man nicht... Oh, was? Ich glaube, das sollte man nicht trinken, Frau Lehrerin. Kommen Sie bitte wieder zurück, Frau Donnergesicht. Und da steht sie wieder. Als wäre nichts gewesen, Leute. Ey, dieses Spiel ist ja mega, mega cool. Das erinnert mich ein kleines bisschen an diesen Mr. Grumpy, was wir mal gespielt haben, Leute. Das Ganze ist hier eingeblendet. Mr. Grumpy haben wir vor kurzem mal gespielt. Ist super, super cool geworden. Es war nämlich Ärgere nicht den Nachbarn. Und das ist jetzt einfach Ärgere nicht die Lehrerin. Es ist mega cool. Okay, wir machen weiter. Es macht richtig Spaß. Sie ist wieder wütend. Jetzt geht sie einfach raus. Was passiert jetzt? Sie ist einfach rausgegangen. Okay, sie schreit. Sie schreit ganz doll. Aber auch diese Warze auf der Nase lässt sie nicht wirklich sympathisch wirken, Leute. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist wirklich keine so eine tolle, klasse Lehrerin, wie man sie jetzt aus dem Bilderbuch kennt. Aber man muss dazu sagen, diese Lehrerin macht auch nur ihren Job. Wisst ihr? Sie will euch auch einfach nur gute Sachen beibringen. Und ich bin so ein Rüpel und werf sie die ganze Zeit mit Papierfliegern ab. Der hat gesessen. Puh. Okay, wir haben jetzt gleich sogar noch mal ein bisschen mehr Punkte. 300, um genau zu sein. Fast 400 sogar. Okay, wir machen mal weiter, weil wir können hier gleich sogar noch mal ein paar mehr Upgrades holen. Okay, jetzt wird sie wieder wütend. Und sie weint. Nein, es tut mir leid, Frau Lehrerin. Oh, das war's schon? Okay, war anscheinend doch nicht so schlimm. Ich würde es cool finden, wenn man noch ein kleines bisschen mehr machen könnte. Da kommt wieder die Wolke, Frau Lehrerin. Es regnet im Klassenzimmer. Das passiert, wenn man das Fenster offen gelassen hat. Ja, okay, weiter geht's. Der Frosch auch einfach. Der macht einfach nur Rabbit, Rabbit, Rabbit. Okay. Oh, der Geist ist wieder da. Der Geist, der spooky Schule. Das ist einfach der Schulgeist, Leute. Der Schulgeist. Okay, gucken wir mal rein. 335 für eine Maus oder eine Ratte, was das darstellen soll oder sowas. I don't know. Aber man kann hier auf jeden Fall mega viel machen. Man kann hier alles freischalten. Dann hat man irgendwie wirklich alle Szenen, die man so kriegen kann, Leute. Also falls ihr darauf mehr Bock habt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock da drauf. Deswegen lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da. Und dann werden wir das noch ein bisschen mehr spielen. Yippie! Okay, was ist am klügsten? Ein Apfel. Und ein Ei. Bei 1000 kann man ein Ei werfen. Oh, das ist auch richtig, richtig böse. Ein Ei nach, also mit einem Ei nach Leuten werfen ist schon wirklich mega, mega fies. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter. Wir haben jetzt die Äpfel, die geben sogar 4 Punkte. Das Ganze geht jetzt schon ein kleines bisschen schneller. Stellt euch mal vor, Leute. Die Lehrerin wird einfach mit so Äpfeln abgeworfen. Und dafür kriegen wir 4 Punkte. Okay, es geht weiter. Oh. Sie ist in den Boden wieder gefallen. Alles klar. Alles Paletti Spaghetti, Leute. Es ist Ready Spaghetti. Genauso wie der... Das tut mir irgendwie voll leid. Die weint jetzt einfach. Ready Spaghetti, Leute. Falls ihr Ready Spaghetti kennt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Okay, 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 okay. Oh nein, sie trinkt schon wieder diese Potion. Sie trinkt schon wieder dieses Gift. Und sie wird auf einmal ganz klein. Warum ist sie auf einmal klein geworden? Auf Wiedersehen, Frau Lehrerin. Tschüss. Es ist schon cool, wenn die dann einfach rausgeht. Okay, wir holen uns hier Waffen. Ah, Waffen können wir ja wirklich erst ab 1000, ne? Ah, das ist schon... Also man muss schon viel werfen, dass man auf 1000 kommt. Aber ich glaube, wir sollten das eigentlich easy schaffen. Was ist denn jetzt los? Da sind Fische, Frau Lehrerin. Da sind Fische. Ist das nicht schön, Frau Lehrerin? Dieses Spiel ist wieder so dumm, Mann. Ich spiele nur noch so dumme Spiele in letzter Zeit. Oh Mann, was passiert hier gerade? Los, weiter geht's. Ich will es auf jeden Fall schaffen, dass wir sie heute so wütend bekommen, dass sie diesen Wütigkeits-Smiley hier voll hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also das hier oben, das ist mein Ziel. Wir haben sogar schon die Hälfte geschafft, Leute. Also wir haben sie schon halb so wütend gemacht, bis wir es hier fertig schaffen. Und das wird sehr, sehr nice. Ich habe voll Bock darauf. Ich will das auf jeden Fall schaffen. Geschreie immer. Oh, hör auf mich anzuschreien, Frau Lehrerin. Aber wir machen einfach weiter. Wir lassen uns davon nicht stören. Yippie. Okay. Oh, da sind wieder die Fische. Oh ja. Die Fische. Einfach in der Schule. Einfach in der Schule. Es ist so dumm. Hilfe. Es ist wieder so bescheuert. Leute, was spielen wir hier wieder für so ein komisches Spiel? Aber es ist nice. Oh, jetzt. Klingt so schmerzhaft, ne? Wir haben gleich 1000 Punkte voll, Leute. Das bedeutet, wir können gleich uns auch einfach das neue Upgrade holen. Hier bei Waffen. Let's go. 2300, bis wir das nächste Ding hier bekommen. Das wird dauern. Wie viele Punkte bekommen wir jetzt pro Wurf? 5.
Puh, das ist schon sehr nice. Sie ist platt wie eine Flunder. Oh ja, Junge. Eier werfen macht Spaß. Oh ja! Jetzt kriegen wir sie richtig schnell wütend. Ach, aua. Okay, sie geht raus und schreit wieder. Es ist auch wahrscheinlich besser so, dass sie schreit. Es ist auch wahrscheinlich besser so. Bitte regen Sie sich ab, Frau Lehrerin. Ich möchte hier nur mein Spiel spielen und weiterkommen. Das mit den Eiern abwerfen, das ist so assi. Es ist so fies. Warum macht man das? Nein. Da wäre ich aber auch, ganz ehrlich, Leute, da wäre ich aber auch echt wütend. Wenn man mich mit Eiern abwirft, hat man schon mal gemacht, Leute, by the way. Und ich wusste nicht, wer das war. Aber trotzdem, sowas macht man nicht. Es geht einfach direkt weiter. Wir erkennen da nichts. Okay, jetzt würde ich sagen, graden wir doch mal hier den ganzen Rest ab. Wir holen mal hier die Mäuse. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr so viel, bis wir jetzt hier zum... So. Und dann holen wir uns noch den Ventilator. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei niegelnagelneue Sachen. Oh, der gibt sogar jetzt 10 Punkte. Oh ja. Oh, jetzt wird sie wütend. Sie trinkt die Potion. Was passiert jetzt? Ja. Und sie wird wieder zu einem dicken Ballon. Wiedersehen, Frau Lehrerin. Oh, da ist sie ja schon wieder. Oh, wir kriegen jetzt 10 Punkte pro Wurf. Oh, das ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Also wir brauchen jetzt für die Upgrades nochmal 1000. Okay, für jedes Ding, außer für das Ei. Da brauchen wir auf jeden Fall 2000 irgendwas. Oh, sie hat wieder Hilf mir an die Tafel geschrieben. Okay, krass, das hat sie jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Wir haben gleich 1000 voll. Das heißt, wir können gleich sogar das nächste Ding kaufen. Aber bevor wir die 1000 erreicht haben, wird sie wieder wütend und fängt an zu weinen. Hören Sie doch auf, Frau Lehrerin. Sie sind doch eine erwachsene Dame. Hören Sie doch auf zu weinen. Wir sind doch nur ein paar Kinder, die mit Eiern auf ihren Ventilator werfen. Okay, 1000 Stück. So, was wird jetzt richtig schlimm? Komm, wir holen uns hier den Oktopus. Ich glaube, das ist cool. Boing. Was macht der Oktopus für komische Geräusche? Wir kriegen jetzt 12 Punkte pro Wurf. Sehr stark. Okay. Wer hat denn auch eigentlich so ein Oktopus in der Schule als Haustier? Schreibt mir das mal in die Kommentare, Leute. Habt ihr so Klassenhaustiere? Und wenn ja, welche? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Habt ihr irgendwie vielleicht einen Hamster? Oder vielleicht habt ihr eine Banane als Klassenhaustier? Das wäre ganz cool zu wissen eigentlich. Habt ihr sowas? Weil ich hatte zum Beispiel sowas in der Schule überhaupt nicht. Da ist die Wolke! Es regnet, Frau Lehrerin. Okay, wir haben hier wieder 1000 voll, aber wir machen noch ein bisschen mehr. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich muss es hier spielen, Frau Lehrerin. Es tut mir leid. Frau Donnergesicht oder sowas. Oder Frau Blitzgesicht. Nee, Donnergesicht heißt sie, glaube ich. Oh, jetzt. Oh, was macht sie jetzt? Hilf mir. Dieses Hilf mir ist schon so langweilig geworden. Können Sie nicht mal was Neues sich ausdenken, Mann? Bitte, Frau Lehrerin, bitte, mir ist so langweilig. Können Sie nicht irgendwas Cooles Neues machen? Ich sehe, Leute, dieser Dingsbalken hier ist fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, gleich rastet sie so richtig hart aus. Oh, der Geist. Der Schulgeist. Sie bleibt auch einfach stehen, als würde sie es nicht interessieren. Das ist einfach nur so ein... Und weiter geht's. Wir haben es, glaube ich, gleich geschafft, Leute. Sie ist gleich richtig, richtig sauer. Ich habe ehrlich ein bisschen Schissel, was jetzt hier passieren wird. Okay, ich glaube, jetzt ist das letzte Mal, dass sie so richtig wütend werden kann. 2300, das Ding hier können wir uns eigentlich auch schon holen. Aber ich wäre dafür, dass wir uns eher nochmal den Gong holen. Und dann haben wir sogar fast schon alles geschafft. Oh mein Gott. Okay, wie weit sind wir? Das hier, 2300. Dann kommt der PC noch dahin. Ich habe so stark das Gefühl, das hier wird jetzt eine richtig böse Runde, Leute. Oh mein Gott. Sie hört auf? Ich kündige? Wir haben einen neuen Lehrer. Wir haben einen neuen Lehrer, Leute. Oh. Okay, was passiert? Er trinkt das Zeug und... Er kriegt einfach Flügel und fliegt davon. Auf Wiedersehen, Sergeant. Okay.
Ich sehe, Leute, es ist auf jeden Fall wieder äußerst bescheuert. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Menge Geld sammeln, denn, ich werde es euch gleich zeigen, wir haben hier die Upgrades und wir können hier auf jeden Fall Zeug kaufen. Das hier ist, oh ja, oh, jetzt habe ich es einfach aus Versehen gekauft. Ja, okay, okay. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Computer geholt, ja, und können jetzt damit irgendwie was schneller machen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier den Squid und haben dann als nächstes die Fledermaus, bla bla blubidi blu. Das nächste ist ein Wasserballon, glaube ich, was wir hier freischalten können. Und ansonsten, ihr seht, Leute, wir haben schon ein bisschen was geschafft, aber es ist noch viel Luft nach oben. Okay. Oh, okay, wir kriegen jetzt sogar 18. Oh. Was? Das ist eine Bombe! Hey, Sergeant! Achtung! Oh, das war laut. Okay, okay. So, wir machen weiter, Leute. Wir machen weiter. Wir lassen uns nicht davon ablenken, ja, ob hier eine Bombe reinrollt oder nicht oder was auch immer hier passiert, ist mir egal, ja. Ich werfe hier einfach mit meinen Eiern nach dem Sergeant, bis er ausrastet. Okay. Okay, das ist nicht ausrasten, aber okay, er hat einfach gerade ein bisschen abgedanced. Ja, kann man mal machen. So, als ob man sich darüber nicht echauffiert, als ob man sich nicht darüber aufregt, dass man die ganze Zeit mit Eiern abgeworfen wird. Wisst ihr, was ich meine? Oh, jetzt, das ist es. Ein Rohr? Lol. Oh, was? Er wurde einfach weggesaugt. Ja, er ist einfach weggesaugt worden. Ihr seht, Leute, die Wütigkeitsskala. Wütigkeitsskala? Ist das ein Wort? Die Wütigkeitsskala ist auf jeden Fall weiter nach oben gestiegen, ja. Und wenn wir die hier, diesen traurigen Smiley, einmal komplett voll machen, dann kündigt der Sergeant, beziehungsweise dann kündigt unser Lehrer. Und das ist mega krass. Wenn wir das heute hinbekommen, Leute, ey, das wäre mega cool. Ja, der Vogel hat ihn angeköttelt, ja. Oh Mann, ist das dumm. Okay, wir machen weiter, Leute. Wir werfen hier den Squid einfach ab. Dann wieder ein bisschen den Sergeant, bisschen den Computer. Obwohl ich das ehrlich gesagt nicht so cool finde mit dem PC, weil der irgendwie so komische Geräusche macht die ganze Zeit. Okay, da würde ich aber auch ausrasten. Sergeant, oh, was? Das ist unsere alte Lehrerin. Oh, was? Nein. Okay, die haben uns nur angeknurrt. Das war unsere alte Lehrerin, Leute, aus Part Nummer 1. Oh mein Gott, okay. Sie ist einfach immer noch hier. Sie hat einfach nur die Klasse gewechselt wahrscheinlich, weil sie es sehr gestört hat, dass sie mit Papierknöllchen, mit Klopapier, mit Eiern, mit was weiß ich allem abgeworfen wurde. Aber jetzt haben wir den Sergeant, der einmal angekackt wird. Sergeant, das sieht sehr, sehr ungesund aus. Haha, ja, es macht so viel Spaß. Okay, wir machen weiter, Leute. Wir machen jetzt noch einmal komplett voll. Das hier ist schwieriger zu treffen. Man muss irgendwie die ganze Zeit so links und rechts werfen. Oh ja, doch, das geht ganz gut, wenn man die ganze Zeit abwechselt. Was? Was? Was ist denn hier los? Okay, alles klar. Was war das denn gerade? Gut, Upgrades. So, dann würde ich doch mal sagen, Waffen. Ja, ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall das Ding. Wir haben jetzt, glaube ich, Wasserbomben, oder? Ja, 22 Damage. Yippie, Wasserbomben. Oh mein Gott, Leute, liebt ihr Wasserbomben? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich liebe Wasserbomben, das macht so viel Spaß. Weiter geht's. Oh, wenn ich jetzt einen auf den PC werfe. Wow, da passiert gar nichts. Also er kriegt immer noch den Error. Ja, diesen Spielschaden, Fehlerschaden, wie auch immer. Oh, da kommt wieder der Vogel und... dieses Geräusch einfach. Süß. Ein kleines bisschen Kacki hat er gemacht. Okay, also ich muss sagen, das Ganze gestaltet sich doch irgendwie ein bisschen länger als gedacht. Aber wenn wir weiter am Ball bleiben und weiterhin Upgrades holen und weiterhin den Lehrer richtig wütend machen, kriegen wir das auf jeden Fall relativ schnell hin. Oh, was? Ein Blitz? Er ist zu Asche geworden. Wow, okay, okay. Ja, let's go. Dann machen wir weiter. Wir holen uns auf jeden Fall hier die Moneten, Leute. Wir können jetzt sogar schon mal ein neues Upgrade holen. Zack. Neues Upgrade. Pets. Pam. Okay, als nächstes eine Schlange. Wie cool. Wir hatten hier auch sogar einen Frosch, Leute. Der What the Frog. By the way, Leute, falls ihr ein What the Frog T-Shirt oder Pullover kaufen wollt, schaut mal auf lars-oder-so.de vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und ist hier irgendwo eingeblendet. Also, falls ihr Bock habt auf ein cooles neues T-Shirt oder einen coolen neuen Pullover, checkt mal meinen Shop aus. Denn da gibt's neue Sachen, Leute. Geht mal da vorbei. Das wäre echt cool. Okay, so viel dazu. Ich würde sagen, jetzt hängt hier einfach eine Fledermaus und wir werfen die mit Wasser ab. Und wir machen jetzt mittlerweile sogar 27 Geld. Tschüss. Yippie. Genau, wir machen 27 Geld mit den Wasserbomben und mit dem Ganzen, was wir uns jetzt hier erkauft haben. Heißt, wir müssen jetzt irgendwie bei 4.700 oder sowas, oder? Ist es richtig? 4.700 brauchen wir jetzt jeweils,
um weiterzukommen. Oh ja, die Cupcakes, den hätte ich jetzt schon gerne. Boah, so ein Cupcake jetzt, ich liebe Cupcakes. Oh ja, den würde ich super gerne freischalten, Leute. Da ist die alte Lehrerin, die alte Hexe. Man wird aber nur angeknurrt. Okay, okay, okay. Gut, alles in Ordnung. Einfach weitergeworfen. Jawohl. Ich habe das Gefühl, dass diese Leiste sich da oben so gar nicht bewegt irgendwie, Mann. Richtig, richtig krass. Bei dem anderen Lehrer ging das irgendwie viel schneller. Oh. Oh, was? Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Was? Oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Da waren einfach Monster oder sowas. Oha. Oh, da tut er mir schon irgendwie leid, der arme Lehrer. Er muss so viel durchmachen, Leute. Er muss so viel durchmachen. Boah, 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 boah. Was für eine Kombo. Boah. Das war krass. Und da ist er zu Staub zerfallen. Und auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Steht auch immer das Gleiche an der Tafel einfach. Ich glaube, wenn wir ihn hier unten auf den Po abwerfen oder hier irgendwo ist eine Stelle, hier glaube ich, da kann man ganz viele hintereinander schmeißen. Batz, 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 batz. Okay. Achtung, Bombe. Boom. Boah, diese Explosion ist so laut, ey. Oh mein Gott, ist diese Explosion laut. Das ist der Trick, Leute. Man kann einfach fast zwei auf einmal werfen. Guck mal. Junge, das geht richtig schnell. Boah, geht das schnell. Wow, okay. Oh, jetzt ist er wieder eingefroren. Okay, okay. Alles klar. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Oh Mann, ich hasse Mathe. Ich will viel lieber zu Hause sein, Mann. Soll ich nicht lieber meine Fledermaus mitnehmen oder... Oh, was ist das? Das ist was Neues. Wow, okay. Der Wind hat ihn einfach weggepustet. Cool. Okay, auch was Neues. Habe ich noch vorher noch nicht gesehen. Okay, Leute, wir kommen weiter. Wir werden auf jeden Fall weiterspielen. Es ist ein sehr zeitaufwendiges Spiel, aber wir kommen auf jeden Fall unserem Ziel immer näher und näher und näher. Es dauert wirklich brutal lange. Ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Tricks, um dass man das schneller machen kann oder sowas? Ich habe keine Ahnung. So läuft es schon sehr krass. Guck mal, bam, 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 bam. Übel krass. Wir sind schon mega krass. Oh ja. Hey, warum ist die Party schon zu Ende, Mann? Machen Sie weiter, Herr Lehrer, bitte. Ich will mehr Party feiern mit Ihnen. Boah, das ist schon gut. Die Kombination, guck mal, Leute. Das ist schon eine sehr starke Kombi. Was ist das? Oh, was ist das? Oh mein Gott, ein Oktopus, der riesengroß ist. Okay, okay. Er wird auf jeden Fall immer wütender und wütender und wütender, Leute. Wir kriegen ihn heute noch dazu, dass er richtig ausrastet. Guck mal unser Geld an. Oh, was ist das? Was macht er jetzt? Oh, er trinkt dieses Ding da, dieses Gift oder was auch immer das. Er ist verschwunden! Ist er unsichtbar oder ist er klein? Ist er einfach nur klein oder ist er zu einem Hut geworden? Check mal unser Geld aus, Leute. Wir haben einfach fast 10.000 Moneten. Jetzt haben wir 10.000. Alter, wir haben 10.000 Moneten. Geld, Sterne. Sterne sind das. Punkte. Eine Bombe. Hallöchen, Bombe. Und... Boah, diese Explosion ist so krank. Die ist so krass laut, ey. Wir können eigentlich uns sogar schon upgraden. Wollen wir uns gleich upgraden? Lass mal gleich upgraden. Aber ich will irgendwie mein Geld nicht ausgeben, Mann. Das ist schon cool. Guck mal, wie viel wir jetzt schon geschafft haben. Wir sind jetzt erst bei der Hälfte. Ich spiele das Ganze jetzt schon über 10 Minuten. Okay, eigentlich ist das gar nicht mal so krass. Oh mein Gott, das ist so creepy. Hilfe, Hilfe, Mama, bitte. Okay, okay. Also es dauert schon so seine Zeit, ist aber auch mega cool, weil so haben wir echt viel Zeit, den Sergeant ein bisschen zu nerven, bis er nämlich kündigt, Leute. Achtung. Er trinkt dieses Zeug wieder. Was passiert jetzt? Kriegt er Flügel? Los, Flügel. Und auf Wiedersehen. Wie er einfach wegfliegt, ey. So dumm. Okay, wir haben jetzt 13.000 Punkte. Ich würde sogar sagen, dass wir bei 15.000 dann hingehen und was Neues kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Let's go. Da ist der Vogel wieder. Wie cool. Hallo, kleiner Pupsi. Oh ja. Da wäre ich aber auch sauer. Wenn mich ein Vogel ankackt. Das ist nicht cool. Okay, wir haben gleich sogar... Oh, ein Sturm! 15.000 Geldsterne haben wir gleich. Und das heißt, wir können dann uns sogar nochmal upgraden. Das wird krass. Mach weiter, 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 weiter. Okay, wir haben 15.000. Ich hab's gesagt. So, okay, okay. Das heißt, wir können uns jetzt alles sogar einmal upgraden. Zack. Boah, der nächste kostet 8.000. Puh, aber ich glaube, wir machen diesen hier und einmal diesen hier. Oh, heißes Ding. Oh, hallo Schlange. Oh, krass. Oh, was? Oh mein Gott. Oha, es ist so krass.
Jetzt haben wir einfach, es ist einfach alles anders jetzt. Und jetzt fliegt er wieder davon. Auf Wiedersehen. Okay, wir kriegen jetzt sogar irgendwie 42 Sterne und jetzt wird er erstmal weggesaugt. Ich weiß jetzt nicht, ob es langsamer oder schneller geht, das Ganze. Nee, ich glaube, es geht gleich schnell. Ja, es geht gleich schnell. Und wir sind sogar unserem Ziel immer näher gekommen, Leute. Unser Ziel, dass der Lehrer irgendwann kündigt wegen uns. Wir sind sehr, sehr nah dran. Oh ja. Okay, der Wackelpudding bringt, glaube ich, gar nicht mal so viel irgendwie. Kann man irgendwie alle... So, alle drei gleichzeitig? Irgendwie ist das viel zu... Ich glaube, das dauert viel zu lange, ne? Ich glaube, wenn man alle drei gleichzeitig abwirft, am Handy ist es ein bisschen einfacher. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich kann hier immer nur eins abwerfen. Deswegen, wir müssen es echt ein bisschen probieren, Leute. Wir müssen es probieren. Boah, wir haben schon wieder 10.000. Boah, was? Das ging ja so schnell. Boah, wie krass. 10.000 haben wir jetzt schon wieder. Okay, bei 16.000... Oh, ich bin taub. Bei 16.000 können wir uns zwei neue Sachen holen. 8, 16, 24. Und ich glaube, bei 25.000, 8.500 plus 8.500 sind 17.000, glaube ich. 16, 8 plus 8 sind 16 plus... Ach, keine Ahnung, Leute. Aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier weitermachen, Mathe war nicht meine Stärke. Ich habe immer einfach den Lehrer mit Pancakes abgeworfen. Oder beziehungsweise, das sind gar keine Pancakes, das sind Cupcakes, meine ich. Okay, ihr wisst schon, was ich meine. So, Konzentration. Wir machen jetzt auf jeden Fall genug Sterne, damit wir uns alle drei Sachen kaufen können. Das will ich damit einfach nur sagen. Und bing. Hallo, Frau andere Lehrerin. Wie geht's denn so? Ich warte nur, dass sie einen anschreien. Weil vorher, stimmt, vorher hat die ja immer so geschrien, wisst ihr? Die hat ja immer so geschrien am Anfang. Wir arbeiten da drauf hin. Macht es mehr Sinn, jetzt vielleicht sogar schon die Sachen zu kaufen? Ich glaube schon. Boah, guck mal, was für eine Combo war das gerade. Rombo Combo. Und da wird der Vogel angekackt, wollte ich gerade sagen. Da wird der Lehrer vom Vogel angeköttelt. So, ich glaube, wir kaufen jetzt einfach einen, Leute. Einmal den Roboter. Boah, ein Haufen Kacke, wie cool. Guck mal, wir haben genau 5 Geld. Wir können uns nur eine Sache leisten. Wow, das war richtig gut gerechnet, Lars. Toll. Ja, okay, 49 kriegen wir. Wollen wir Teller werfen einfach jetzt? Ich glaube schon, oder? Guck mal, der Roboter, den muss ich mal ausprobieren. Der Strom sollte vielleicht in den Roboter rein. Egal. Oh ja, oh. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Das hier geht richtig schnell. Guck mal. Zack. Okay, wir nehmen jetzt gleich als nächstes, kaufen wir den Krebs. Das ist, glaube ich, ein Krebs, der da irgendwie in dem Käfig drin ist. Oh, auf Wiedersehen. Es ist so bescheuert, dieses Spiel, wirklich. Let's do this. Hier. Mr. Krabs! Das nächste kostet einfach 14.000. Mann. Okay, wir kriegen aber 56 pro Wurf. Das heißt, es geht eigentlich relativ schnell. Sollte relativ schnell gehen. Ich will den Teller als nächstes kaufen, damit wir den Teller werfen können, Leute. Denn ich bin ein Tellerwerfer. Ey, ich sag euch, wir kommen unserem Ziel schon so nah. Guckt es an, Leute. Guckt euch diese Leiste an. Das haben wir alles schon geschafft. Das dauert richtig, richtig, richtig lange. Aber dafür machen wir das ja. Damit ihr sehen könnt, was hier alles passiert. Wie zum Beispiel, dass diese Lehrerin hier reinkommt. Hallöchen, Frau Lehrerin, na? Schicke Frisur haben Sie da. Okay, wir machen weiter, Leute. Wir machen einfach weiter. Wir haben gleich unser Ziel geschafft. Wir brauchen noch nur noch 3.000. Dann können wir uns auch schon das nächste Ding hier holen. Also den Teller zum Werfen. Das ist so assi, wenn man mit einem Teller nach den Lehrern wirft. Ey, wirklich. Okay, ich glaube, wir haben jetzt sogar genug Moneten, dass wir uns sogar gleich ein neues Gadget holen können. Nämlich den Teller zum Werfen. Weil ich will den Lehrer mit einem Teller abwerfen. Und jetzt weg mit dir. Du wirst weggesaugt. Okay, Upgrades. Das ist ein Haufen Kacke. Wirklich. Der sitzt dann einfach da, oder was? Wie muss ich mir das vorstellen? Der sitzt dann einfach hier. Der Haufen Kacke sitzt dann einfach da an der Seite. Okay. So, das haben wir auch schon. Und jetzt den Teller. Boom. Oh, Junge, jetzt haben wir kein Geld mehr. Oha. Oha, was? Oha. Oha, oha, oha. Oh mein Gott, wir werfen einfach mit einem Teller. Oha. Macht es bloß nicht in der Schule, Leute. Immer schön in der Schule aufpassen und immer zuhören und immer gute Noten schreiben und lernen. Okay? Und nicht so wie ich hier mit Tellern werfen. Was? Was passiert hier? Oh mein Gott, aber wir haben es gleich geschafft. Der Lehrer kündigt seinen Job. Ja. Oh mein Gott, das ist so krass. Es ist so krass, dass wir das hier heute schaffen. Oh Leute, ihr müsst wirklich ganz, ganz dringend einen Daumen nach oben da lassen. Es ist wirklich insane. Es dauert so lange. Wirklich, es dauert so unglaublich lange, dieses Spiel. Das ist krass. Okay, also
Leute, wir sind unserem Ziel mega, mega nah. Heißt, wir können jetzt erstmal nochmal irgendwas kaufen für 14.000, was brutal teuer ist. Oh Mann, ich weiß es nicht genau. Was sollen wir holen? Was sollen wir holen? Den Haufen Kacke, den Elefanten oder eine Steinschleuder. Die Steinschleuder finde ich schon sehr cool. Ansonsten der Haufen Kacke halt, ne? Also den Elefanten, der tut mir irgendwie voll leid, dass er da in dem Käfig drin ist. Oh Mann, das finde ich irgendwie nicht cool. Aber egal. Ist ja gerade erstmal egal. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die Steinschleuder. Let's go. Oha, jetzt kann man die sogar sehen. Boah, die ist voll schnell. Boah, die Steinschleuder ist überschnell. Boah, die Steinschleuder ist richtig schnell und man sieht die jetzt sogar. Alter, voll stark. Finde ich richtig cool. So, man hat ja die ganze Zeit nicht gesehen, wenn man irgendwas geworfen hat. Und jetzt sieht man richtig die Steinschleuder. Sick. Finde ich nice. Jetzt mal ein bisschen Veränderung hier in dem Game. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr nice. Ein Pluspunkt von mir. Wir haben es gleich geschafft. Der Lehrer wird seinen Job kündigen. Ich glaube, noch einmal oder sowas. Oder noch zweimal. Ich weiß es nicht. Wie oft noch? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Nein. Das ist das letzte Mal jetzt. Leute, er wird jetzt gleich seinen Job kündigen. Er wird gleich seinen Job kündigen. Und dann steht da, ich höre auf, weil du mit dieser Steinschleuder mich die ganze Zeit abwirfst. Hier auch mal den Roboter, komm. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Let's go. Ja, wir haben's. Oh mein Gott, er hört auf. Leute, es wird cool. Wir haben heute auf jeden Fall ein paar neue Sachen, die wir uns angucken können, ja. Können ihr unsere neue Upgrades hinzufügen, unter anderem hier diesen fetten Kack-Emoji. Ja, den haben wir ja noch freigeschaltet, haben jetzt den Roboter aus der letzten Folge, by the way. Übrigens, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, checkt die unbedingt aus, war sehr, sehr nice. Da haben wir den Lehrer auch auf jeden Fall sehr, sehr wütend gemacht. Wir sind auch ultra weit schon, Leute. Lasst ein Like da, falls ihr Bock auf mehr Parts von Bash the Teacher habt. Yeah! Ist ein geiles Game, ich hab Bock, deswegen machen wir jetzt weiter, ja. Wir werden auf jeden Fall heute hier noch eine ganz schöne Weile mit dem Kleinen hier verbrauchen. Oder wir werden hier eine ganz schöne Weile mit den beiden hier noch Zeit verbringen, sage ich mal einfach, ne. Ist ganz klassisch, ist ganz normal, deswegen, wir werden das durchziehen. Wir werden auf jeden Fall den Lehrer heute richtig, richtig hart nerven. So lange, bis wir von der Schule fliegen, ob wir das schaffen werden. I don't know, ich denke aber schon. Ich denke, wir werden auf jeden Fall den Lehrer so lange nerven, bis er uns von der Schule wirft. Oder vielleicht, bis er wieder selber kündigt, Leute. So sieht's aus. Gut, wir machen weiter. Wir haben auf jeden Fall unsere Steinschleuder, die hier eine Menge, Menge Probleme bereitet, ja. Und wie ihr sehen könnt, es geht schon voran. Diese Skala hier, ja, das ist diese Wütenheitsskala. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Leute. Wütigkeitsskala. Wütigkeitsskala. Wütend. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr wütend, ja. Und er trinkt es. Oh, was passiert bei ihm? What? Er wird einfach zu einer Schnecke. Yimmy, der kleine Glibby Man. Der gute alte Professor Bummi Pluff oder wie der auch immer heißt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein super funny Dude. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh, eine Riesenspinne. Oh mein Gott, sie hat uns. Ich meine, sie hat den Lehrer, nicht uns. Wir sind es ja gar nicht. Sie hat den Lehrer mitgenommen. Okay, cool. Also ihr seht schon, Leute, es geht schon relativ flott voran hier oben an unserer Leiste, an unserer Wütenskala. Keine Ahnung. Dauert ein bisschen, ihr wisst es, aber wir machen das ja hier alles für die Wissenschaft. Okay, er trinkt es jetzt schon wieder. Wird er wieder zur Schnecke? Oh ja, er wird wieder zur Schnecke. Okay, nichts Besonderes, nichts Besonderes. Aber okay, er slidet einfach mal so ganz chillig aus dem Klassenzimmer raus. Wir machen weiter, Leute. Wir haben sogar gleich unseren ersten Kauf in der heutigen Folge können wir hier tätigen. By the way, falls ihr auch etwas Neues... Ein Fuß? Oh mein Gott, yo, Alter, okay, okay, sehr stark, sehr stark. Übrigens, Leute, falls ihr neuen, coolen Lars oder so Merchandise haben wollt, dann guckt euch mal hier um. Hier sind nämlich ganz, ganz viele T-Shirts. Die sind nämlich voll cool und voll neu und voll fresh. Yeah. Also, falls ihr Bock habt, Leute, checkt mal lars-oder-so.de aus. Da kommt ihr nämlich zum Shop. Da gibt es ganz viele neue, coole Designs, ganz viele neue Merchandise, ganz, ganz viel neuen Stuff. Checkt das unbedingt aus, Leute, falls ihr da drauf Bock habt. Vielleicht gibt es ja jetzt bald den einen oder anderen, der ein neues, cooles T-Shirt oder einen neuen, coolen Pulli hat von mir. Hallöchen, ich bin's, der Laso. Oh mein Gott, was? Das ist ja übel geil. Was ist denn jetzt los? Was? Wie nice. Wir sind einfach in so einem Multiversum oder sowas gelandet. Oha. Was? Wie cool. Junge, was war das für ein crazy Intro oder wie auch immer, Mann.
Übel heftig, übel heftig. Okay, wir haben 24.000, heißt, wir können, glaube ich, sogar schon die Upgrades fabrizieren. Er trinkt es jetzt und er wird jetzt wieder zu einer Schneggi. Geh, komm, flutsch da, flutsch einfach weg, komm. Er flutscht einfach so davon. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum, Leute. Wir können sogar mit 14.000 ein Upgrade kaufen. 14.000. Und hier war das nächste mit 22.000. Das heißt sogar, wenn wir jetzt noch warten, jetzt noch zwei, wenn wir jetzt ungefähr 30.000 haben, dann geht das Ganze sogar ein bisschen schneller. Beziehungsweise wir bekommen dann am Ende mehr Punkte. Deswegen werden wir jetzt warten, bis wir ungefähr so 32.000 haben. Und dann kaufen wir wahrscheinlich neuen Rest. Ein Pinguin. Mehrere Pinguine. Drei Pinguine. Es gefällt ihm gar nicht. Professor Bum Bum oder Gum Gum. Keine Ahnung, Leute. Ihr wisst schon, der Professor halt, ja. Ihr seht es, er hat hier auch eine Landebahn auf seinem Kopf. Dem fehlt da ein bisschen Frisur. Oh Mann, der arme Professor. Ihm fehlen einfach die Haare. Naja, gut. So, und wahrscheinlich fehlen ihm auch noch irgendwann die Nerven. Wenn er jetzt schon wieder zur Schnecke wird, werde ich sauer. Nein. Alter. Wie random ist das? Oh nein, er explodiert wieder. Er explodiert wieder. Und... Oh, das ist so laut immer, gell? Huh. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Einfach durchziehen, einfach machen. Oh Gott, dieser Elefant, der nervt so. Ich werde den auf jeden Fall gleich ersetzen. Dieser Elefant ist so laut, er nervt. Hilfe, ich kann das alles nicht mehr. Ich werde jetzt einfach den Elefanten ersetzen. Zu dem nächsten hier, das ist das hier. Ich habe da nämlich keinen Bock mehr drauf. Das ist der Fuchs, was macht der? Okay, der macht nicht so viele Geräusche. Und wir machen jetzt 101 von dem Geld. Oh ja, es geht auch schon ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht sicher, aber kann schon sein. Wir werfen jetzt einfach einen Fuchs ab. Ist zwar nicht besser als ein Elefant, aber ganz ehrlich, dieser Elefant war so nervig. Der hat die ganze Zeit gemacht. Und irgendwie finde ich, der Fuchs ist irgendwie leiser und das ist viel angenehmer. Ich weiß nicht, wie ich meine. Ich zähle einfach durch. Wir machen das. Wir spielen dieses Spiel durch. Okay. So, wir kaufen jetzt hier auch mal einen nächsten. Zack, Junge, die Uhr. Let's go. Okay, ansonsten 34.000 für den nächsten und der hier ist nochmal 22.000. Okay, das heißt, wir können jetzt Glühbirnen abwerfen danach. Okay, als nächstes, wir sparen jetzt auf 22.000 und dann werfen wir mit Glühbirnen. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Okay. Wir sparen darauf hin, dass wir uns jetzt gleich erstmal das neueste, allerneueste Ding hier kaufen können, Leute, okay? Wir machen das. Wenn ich jetzt... Oh, das sind wieder diese mysteriösen Fußabdrücke. Tschüss. Wenn ich jetzt in die Finger schnipse, okay? Leute, das ist jetzt mein Zaubertrick. Dann können wir uns als nächstes das hier kaufen, okay? Achtung. 3, 2, 1... Okay, ich habe genug Geld gesammelt, Sterne gesammelt. Yeah, okay, Leute, ich habe einfach nur einen Cut gemacht hier, ja. Genug damit, wir kaufen jetzt das Ding, let's go. So, oh, krass, als nächstes gibt es einen Shuriken-Stern. Oh, der ist sehr heftig. Jetzt haben wir die Glühbirne, jetzt mal... Lol, die Glühbirne ist cool. Wir machen jetzt sogar 125 Geld, wenn wir werfen, Leute. 125 Geld, wenn wir eine Glühbirne werfen. Sehr nice. Vielleicht hat er ja eine Idee, Herr Glühbirnenkopf. Wir müssen sogar insgesamt jetzt 100.000 Punkte überhaupt erreichen, dass wir hier die Sachen sozusagen freischalten können. Oh ja, das wird lange dauern, aber ich werde mir auf jeden Fall meine Mühe geben. Ich würde mir auf jeden Fall sehr viel Mühe geben, dass wir es hinbekommen. Achtung, der Schrei. Moment. Der kriegt mich immer wieder, Leute. Oh yeah. Genauso wie ich jetzt das Ding hier kriege. Was ist cooler? Die Waffe, glaube ich, ne? Die Shuriken-Sterne sind's, Leute. Boah, als nächstes eine Wassermelone. Slick. Guck mal, wie weit wir sind. Oh ja, viel angenehmer. Oh ja, viel, viel angenehmer. Jetzt brauchen wir nur noch gleich ein Tier, was auch keine Geräusche macht. Weil es hat die ganze Zeit dieses... Das hat schon sehr genervt, Leute. Aber wir kriegen es hin. Kommen jetzt die Hühner? Nein, es kommt der Riesenfuß. Von wem ist dieser Schuh eigentlich? Es ist nicht meiner, Leute, obwohl ich einen riesengroßen Schuh habe. Okay, aber so groß ist mein Fuß jetzt auch nicht. Jetzt, das sehe ich ganz genau. Ihr wollt mich hier wieder beleidigen, ihr kleinen Schlingel da draußen. Lasst mal lieber ein Like auf dem Video da.
Und dann, da sind die Hühner, das zweite Mal nur. Wir haben jetzt nur zweimal die Hühner gehabt. Zweimal. Zweimal. Kennt ihr die Leute, die so zeigen? Ganz komisch. Wer zeigt? Ich zeig immer so. Zwei. Wer zeigt so? Zwei. Zwei geht auch. Oder so. Zwei. Wer macht so? Zwei. 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 Oh Mann, Leute, es tut mir leid, es ist schon voll spät. 68.000. Okay, let's go. Gehen wir rein, Leute. Pam, Junge, gekauft. Gesnackt. Oh ja, eine Ente und ein Chamäleon kommt als nächstes. Cool. Oh. Irgendwie mag ich diese elektronischen Geräte nicht. Aber wir machen jetzt 166 Punkte. Das ist krass viel. Als nächstes kaufen wir dann den... was ist das denn? Das nächste... die nächste Waffe wäre dann eine Wassermelone. Ich glaube, die macht auch viele Geräusche, ne? Ansonsten Tier wäre als nächstes das Chamäleon oder Charmeleon oder halt den Fotoapparat, ne? Ich glaube, wir kaufen aber als nächstes den Shuriken-Stern, also den nächsten Wurf-Dingenskirchen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich weiß nicht, ob so eine Wassermelone, ich glaube, die macht mehr Geräusche. Dann bleiben wir, glaube ich, lieber bei der Ente oder bei dem Ding hier da, dass wir mehr Punkte bekommen. Hört doch auf, so wütend zu sein. Ich geh doch. Ich hab's doch gleich geschafft. Nicht das Licht ausmachen. Er hat das Licht ausgemacht. Licht an. Dankeschön. Licht aus. Dankeschön. Licht an. Vielen Dank. Und jetzt wieder an die Tafel. Ich kann das schon alles auswendig, Leute. Ich schwör's euch, ich drehe hier durch. Dieses Spiel ist so nervenzerreißend einfach nur. Komplett. Die Kamera. Und ich würde sogar sagen, wir holen die Wassermelone. Wenn das ein Fehler war. Oh, das nächste ist ein Ball. Oh, cool. Hoffentlich macht er kein... Okay, ja. Ja, es ist... Oh mein Gott, es ist die letzte Runde. Ja, es ist die letzte Runde. Welchen Lehrer werden wir als nächstes sehen, Leute? Ihr müsst in der nächsten Folge unbedingt wieder reinschauen. Es wird der letzte sein, Leute. Es wird der letzte sein. Oh mein Gott. Jawohl, wir werden es schaffen. Ist das der letzte? Ja, wir haben's. Oh mein Gott. Leute. Es ist insane. Wir sind auf jeden Fall schon ultra, ultra weit gekommen, ja. Und heute wird mir wieder richtig die Hand wehtun, weil ich nämlich so viel klicken werde. Und Madame Pudding wird hier aus... Huch! Oh nein! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, das war das allererste? Oh Mann, Alter. Oh nein, ey. Okay, es geht weiter. Fragt einfach nicht, Leute, was da gerade passiert ist. Fragt einfach nicht nach, okay? Fragt einfach nicht nach. Das wird jetzt noch wahrscheinlich öfters passieren. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Okay, Madame Pudding. Oh, jetzt trinkt sie das mal. Was passiert da? Sie verwandelt sich einfach in ein Baby? Okay. Okay, okay. Wir machen weiter, Leute. Wir machen weiter. Ich bin auf jeden Fall super hyped. Wir haben jetzt nämlich schon 43.000, 44.000 Geldsterne, wie auch immer sich das hier nennt. Und wir können dann hier ab 54.000 upgraden und ansonsten 54.000 und 82.000 sogar. Wow. Okay, wir haben eine Waffe geholt. Das ist die Melone in der letzten Folge. Also ist auf jeden Fall noch eine Menge, Menge Weg bis dato. Oh, sie trinkt das nochmal. Was passiert da? Sie verwandelt sich in ein Baby, in ein kleines, schreiendes, nerviges Baby. Okay, also, das heißt, wenn wir jetzt alle Waffen und alles andere auch kaufen möchten, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir circa 150.000 Geld bekommen. Oh nee, es ist so dumm, Junge. Was? Wieso? Madame Pudding! Junge. Okay, ich glaube, so ging es am allerschnellsten, right? So machen wir das jetzt. Zack, 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 zack. Wir lassen uns davon nicht ablenken, okay? Ihr kleinen Schlingel. Oh, es ist ein dummes... Was? Was? Oh, okay, da war die böse Lehrerin. Diese alte Hexe einfach. Okay, die ist einfach da drunter versteckt. Was? Wie creepy einfach. Richtig gruselig, Mann, dass sie da einfach drunter versteckelt ist, Mann. Was? Was jetzt? Okay, aus der letzten Folge wissen wir eigentlich, dass die da angefangen haben zu tanzen mit den Pinguinen oder sowas war das. Aber Madame Pudding hat keinen Bock da drauf. Deswegen, sie ist wütend, ja. Sie hat da keine Lust drauf. Sie möchte viel lieber irgendwie ihre Matheaufgaben machen. Was ist jetzt los? Hier kommen Indianer oder sowas? Ja.
Das lassen wir auch einfach mal unkommentiert, oder? Leute, tun wir einfach mal so, als hätten wir nichts mitbekommen. Wir machen einfach weiter. Mal gucken, was alles so passiert. Die Chemikalie, die Entschuldigung, Frau Madame Pudding, die Chemikalie fliegt da rum. Also ich muss sagen, die allererste Lehrerin, die wir hatten, dieses Geschrei von ihr war am allerschlimmsten. Leute, erinnert euch zurück, dieses richtige Geschrei. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, das fand ich mit am allerschlimmsten irgendwie. Das ist ja noch süß, dieses. Das ist ja wirklich noch sehr, sehr putzig dem Ganzen gegenüber. Also ich sag ganz ehrlich, Leute, ist ja noch richtig süß. Aber wir werden weitermachen, ja. Wir werden Madame Pudding zum Ausrasten bringen. Wir haben jetzt schon gesehen, wie ihre Klamotten geklaut werden, wie die Disco-Kugel runterfällt, wie Indianer angreifen, wie sie zu einem Baby wird und, habe ich was vergessen? Ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube, wie sie explodiert. Oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, welche Sachen noch kommen. Wir haben sogar jetzt, glaube ich, gleich 100.000 erreicht. Oh, was kommt jetzt? Ja, das haben wir auch natürlich noch gesehen, wollte ich an der Stelle noch sagen. Kurze Anmerkung. Und natürlich, wie die Chemikalie rumfliegt. Klare Kiste, Leute. Also es sind auf jeden Fall einige neue Sachen hier mit dabei. Finde ich immer ganz cool. Das ist eine super krasse Abwechslung immer zu den ganzen anderen Teilen und sowas. Aber ich hoffe mal, es kommt auf jeden Fall irgendwas richtig... Oh ja, da ist was Neues. Da ist was Neues. Oha, wie fies, ey. Ganz ehrlich, das ist aber auch wirklich fies. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, das ist ja fies. Madame Pudding hat Hunger, ja? Sie heißt nicht umsonst Pudding, weil sie nämlich sehr, sehr gerne Pudding isst. Oder wie auch, warum auch immer, aber das ist schon fies, sage ich ganz ehrlich. Das wird mich schon ärgern. Diese Disco-Kugel. Ey, ich sag euch, Leute, wer hat das schon mal so weit gespielt? Oder wie weit habt ihr dieses Spiel schon gespielt? Wie viele Level gibt es denn hier insgesamt? Weil wir haben ja schon ordentlich was geschafft. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben ja schon ordentlich was geschafft. Das heißt also, es würde wahrscheinlich noch so 2 Lehrer oder sowas geben. Also Madame Pudding auf jeden Fall, wenn wir das hier und das hier freischalten, so mäßig. Also diese hier. Oder es sind halt von jedem Item oder von jedem Ding, was man hier noch bekommt, ist es noch ein Lehrer voraus. Aber ich glaube, es ist sozusagen... Ich glaube, es sind noch 2 Lehrer. Ich glaube, wir haben noch 2 ganze Lehrer voraus, Leute. Ich bin gespannt. Wir gucken einfach mal. Wir gucken, ob es mehrere Lehrer sind, ob es ein Lehrer ist oder wie auch immer. Das da dauert immer so lange, ne? Okay, ich bin auf jeden Fall gehypt da drauf. Ich würde halt voll gerne die Melone wechseln, Leute. Oha, was? Das ist was Neues. Was? Hä, wieso ist der Boden da gerade weggekracht? Das macht ja gar keinen Sinn. Dumm-dumm. Einfach nur dumm-dumm. Ich bin ein Dumm-dumm. Also gib mir Gumm-gumm. Wer kennt es von euch, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Wir müssen uns sputen. Ich darf nicht so viel Müll reden, Leute. Weil sonst werden wir heute nicht fertig. Wir müssen das durchziehen. Das wird eine wichtige Sache. Der Boden kracht weg. Entschuldigung, Madame. Der Boden kracht weg. Passen Sie bitte auf. Achtung. Okay. Ich habe damit zwar nichts zu tun, aber ich werde dafür angeschnauzt. Wer kennt es, Leute? Obwohl man nichts gemacht hat im Unterricht, immer Ärger gekriegt, ey. Ich habe nichts gemacht. Ich kann doch nichts dafür, dass der Boden hier wegkracht. Sowas, das ist ja nicht mein, das ist ja nicht mein Boden. Das ist die Schule, wenn die so schlecht gebaut ist. Okay, wir kaufen uns die Kamera. Wir kaufen uns die Pets, das Chamäleon. Und als nächstes ist ein Flamingo. Okay, der macht gar nicht mehr so viele Geräusche. Das finde ich eigentlich super entspannt. Das entspannt mich ein kleines bisschen, weil, oh, guck mal, wir machen sogar 216 Punkte jetzt gerade pro Treffer. Entschuldigung, der Boden, nein, der Boden ist runtergefallen, bitte Lehrerin, der Boden. Oh, das geht schnell. An dieser Stelle, kurze Werbung, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf lastoderso.de gibt es neuen, coolen Merch, deswegen checkt den sehr, sehr gerne aus, hier auf lastoderso.de vorbeischauen, Leute, falls ihr Bock auf coolen Merch von mir habt, hallo, ich bin's, der Lars. Falls ihr Bock darauf habt, Leute, checkt mal gerne lastoderso.de aus, es fragen mich nämlich immer sehr, sehr viele Leute, wo bekommt man eigentlich Merchandise von mir her und da gibt es Merchandise. Und falls ihr darauf Bock habt, würde es mich super freuen, falls ihr da mal vorbeischaut, vielleicht euch sogar ein T-Shirt oder ein Pulli holt. I don't know, jetzt für den Sommer ist es auf jeden Fall cool, sich ein T-Shirt zu holen. Ihr wisst schon Bescheid, What the Frog oder sowas. Und bald kommen sogar neue Designs in den Shop. Deswegen, Leute, seid auf jeden Fall gespannt. Checkt es aus, lasoderso.de und yeah, das ist, Leute, das ist. Okay, die Disco-Kugel kracht runter. Frau Madame Pudding geht wieder zurück an die Tafel. Lass oder so wirft weiterhin Melonen auf diese Frau. Ich werfe wirklich Melonen auf diese arme Frau, dass sie das aushält und dass sie sich dafür gar nicht interessiert. Die Arme. Oh, da sind wieder die Indianer zurück. Eieieiei! Eieieiei!
Was für ein Sound einfach, als würde einer so einen richtig dicken Furz ablassen. Wir haben gleich 80.000 und ich glaube, bei 82.000 können wir uns sogar nochmal upgraden. Schaffen wir es? Ja, schaffen wir. Was holen wir? 82.000 die Kongos. Ich würde sagen, die Weapon tun wir mal erweitern, weil dieses Gebatsche die ganze Zeit von der Wassermelone ist schon sehr, sehr anstrengend. Oh ja, das ist ja viel entspannter. Oh, das ist nicht entspannt. Tschüss, Frau Lehrerin. Sie sind wirklich eine nette Frau. Oh, das ist so viel besser. Oh, das ist so viel besser, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist so viel besser. Oh ja, oh wow, wow, wow. Das geht jetzt aber richtig ab. Holy moly, shrubbidi-dabbidi-poo. Was geht denn jetzt ab? Es ist krass. Okay, sie rastet wieder völlig aus. Okay, ich habe das Gefühl, dass es dieses Mal tatsächlich irgendwie länger dauert. Kann es sein? Es dauert irgendwie ein bisschen länger, ne? Obwohl wir, guck mal, wie viele Bälle dann da rumliegen. Obwohl wir irgendwie schneller sind, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es länger dauert. In der heutigen Folge Bash the Teacher werden wir versuchen, von der Schule zu fliegen. Ob uns das gelingen wird, seht ihr im heutigen Video. Und ich wünsche euch viel Spaß. Was passiert jetzt? Was? Madame Pudding ist gestorben? What? Oh mein Gott, was? Wieso ist sie gestorben? Hilfe! Ey, ich möchte aber nicht, dass sie stirbt. Das ist ja voll... Das ist ja viel zu krass. Oh mein Gott, was? Okay. Der Boden kann ruhig wegkrachen und sie kann sich darüber ruhig beschweren. Aber da kam gerade einfach der Tod rein. Okay, ja, alles klar, Leute. Ich verstehe. Okay, ich werde jetzt einfach mal so lange weitermachen, Leute. Okay, ich werde jetzt einfach so lange weitermachen. Was war das? Was ist das? Was ist jetzt los? Was? 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 Oh, what? Was war das? Sie wurde einfach von einem Dino gefressen. Was? Das ist aber... Was komplett Neues. Das war was komplett Neues. Wie geil. Stark. Was komplett Neues, Mann. Wie heftig. Wie cool. Jawohl. Irgendwas Neues. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich werde jetzt einfach so lange ausprobieren, bis was Neues kommt und ihr werdet es dann sehen. Geil. Da kam einfach direkt was Neues. Ist es auch was Neues? Ja, es ist auch was Neues. Was ist das denn? Was war das gerade? Irgendwie so ein Blobmonster. Richtig creepy. Yo. Das mit dem Dino ist ja mega cool. Das mit dem Dino ist ja mega. Hammer, hammer, hammer coole Folge heute. Übelst nice. Wenn so viel Müll passiert, ist es ja sau cool. Oh Junge. Ich freue mich schon so sehr, wenn wir es geschafft haben und die Lehrerin endlich aufhört mit ihrem Job und wir endlich wieder von der Schule fliegen für ein paar Tage. Dann habe ich meine Ruhe. Leute, wir haben jetzt 115.000. Können wir damit irgendwas machen? Wir können damit Kongo-Bongos holen. Wir können damit den Flamingo holen. Können wir mit 115.000 auch... Oh... Wir können auch fast eine Tasse uns damit leisten. Aber ich glaube, das machen wir nicht, weil ich finde den Ball schön leise. Weil der Rest macht immer so clear, clear und buff, buff und kaputt, kaputt. Wir nehmen die Bongos. Oh, es ist schön. Oh ja, mhm. Oh ja, das ist mein Lieblingslied, Leute. Habt ihr das gehört? Das ist das Kongo Bongo Jam von Lars oder so. Mein absoluter Lieblingstrack. Wir ziehen weiter durch. Let's go. Let's go. Wir müssen hier weiterkommen, Leute. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Okay. Wir machen mittlerweile 253 Punkte pro Wurf. Was? Die Torte explodiert? Okay. Ich verstehe. Jetzt explodieren ja auch noch neuerdings Torten bei Madame Pudding. Naja, okay. Lass mal kurz gucken. Was können wir upgraden? Wir haben 97.000. Heißt, wir könnten theoretisch uns hier das Pet upgraden. Ja, komm. Ich hoffe mal für den Flamingo, dass er keine Geräusche macht. Okay, dann haben wir jetzt hier einen kreichenden Flamingo-Vogel. Yippie! Und der Boden kracht weg. Toll! Och Mann, ich sag euch Leute, wenn die ganze Zeit irgendwelche Geräusche machen, das ist so nervig. Deswegen will ich das nicht, dass sie irgendwelche Geräusche machen. Deswegen wollte ich auch die Melone schon nicht haben. Egal, wir ziehen durch. Wir werden wahrscheinlich mit einem Nervenzusammenbruch am Ende ankommen, aber wir werden durchziehen, okay? Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen. Deswegen, Leute, lasst mal jetzt ein Like da. Wenn ich schon sowas hier spiele, Leute, müsst ihr unbedingt ein Like da lassen. Hübidikidibi. Kennt ihr das? Hübidikidibi. Hübidikidibi. Havada Kedava. Schluss jetzt mit dem Quatsch. Weiter geht's. Okay, wir haben jetzt 107.000. Müssen jetzt nochmal ein bisschen schauen, Leute. Ich glaube, dass wir uns sogar jetzt für 118.000 was Neues holen. Also, ich würde sogar sagen, dass wir erstmal abwarten, bis der Tod weg ist. Entschuldigung, Tod. Ich will mich da nicht einmischen, was ihr da habt. Ich habe damit nichts zu tun. Genau, ich würde vielleicht sogar den Vogel ändern. Also ganz ehrlich, ich weiß... Ah, eine Schnecke. Okay, ich denke mal, eine Schnecke macht weniger Geräusche als dieser Vogel. Ich kann es nicht mehr hören. Also Leute, wirklich, hier weg damit, ey. Weg mit diesem komischen Kakadu-Ding. Oh, cool. Als nächstes gibt es da eine Eule. Oh,
nice. Okay, das dauert aber noch ein kleines bisschen, bis wir die freigeschaltet haben. Aber trotzdem. Ach, gut. Die macht nicht mehr so ein Leute, ihr wisst nicht, wie sehr das nervt. Aber wir machen jetzt 295 Points. Sick. Das ist sehr, 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 sehr stark. So, mittlerweile sind wir sogar schon richtig, richtig weit gekommen, Leute. Ich muss jetzt mal wieder weiter Geld farmen. Oh, Mann. Ah, dieses Spiel ist so langwierig. Das ist krass. Aber wir machen schon relativ schnell Geld. Also, das heißt, wir können schon richtig, richtig schnell das hinkriegen. Oh, da ist schon wieder der Knast. Also, es geht schon echt schnell, dass man mittlerweile so viel Geld bekommt, dass man sich ganz schnell Upgrades kaufen kann, Leute, wie ihr sehen könnt. Es geht super, super schnell. Zack, 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 zarab, zack, zack. Checkt es aus. Es ist wirklich insane, wie schnell das geht. Immer dieser Käfig da die ganze Zeit. Was soll das? Immer dieser dumme Käfig, Mann. Ist dieses Spiel dumm, wirklich? Ich kann nicht mehr. Ich komme mir auch wieder so dumm vor, wenn ich das die ganze Zeit spiele. Wisst ihr, wie ich meine? Ich werfe die ganze Zeit diesen Lehrer ab. Ich dreh durch. Ich habe auch das Gefühl, von Lehrer zu Lehrer wird das immer schwerer. Das hat sich gereimt, Mann. Way! Der Dino. Es ist wieder der Dino. Der kam ja vor lang nicht mehr. Das ist so knusprig, einfach wie so ein Schokoriegel oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Das hat gar nicht so richtig geknackt, sondern so ganz leicht. So. Okay, es ist nicht mehr weit. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Boah, das hat so lange gedauert. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Das hat so lange gedauert. Wir haben jetzt 186.000. Wenn wir ein bisschen noch sparen, könnten wir vielleicht sogar das nächste Ding holen. Ich würde vielleicht dann den hier holen. Okay. Die Pylone. Okay. Und ansonsten sparen wir jetzt nochmal weiter darauf hin. Ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt noch in dieser Folge hier schaffen. Aber dann werden wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen, dass wir uns dann einfach die nächsten Sachen, die nächsten Items und sowas holen. Entweder sparen wir oder wir holen uns das jetzt, Leute. Ich denke, ihr habt heute viele Daumen nach oben dagelassen. Deswegen probieren wir uns das jetzt zu holen, okay? Wir versuchen uns das jetzt noch zu holen. Ich hoffe mal, das reicht noch von der Zeit. Es wird sehr, sehr knapp. Okay, okay. Es könnte funktionieren. Let's go. Let's go. Let's go. Ein bisschen noch, kleines bisschen noch. Bisschen noch. Ah, das dauert immer so lange, ey. Aber wir haben es fast geschafft, Leute. Wir sind fast die Profis im von der Schule fliegen. Ich weiß nicht, ob man darauf so stolz sein kann, aber wir haben es fast. Wir haben es fast. Wir sind fast die Profis. Die Profis. Ich glaube, wir haben es sogar gleich geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Es ist so insane. Da werden ja meine Haare grau. Wie findet ihr meine Frisur eigentlich, Leute? Findet ihr die cool? Lasst mal ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare. Oh yeah. Ich glaube, Leute, wir schaffen das doch nicht. Come on, man. Come on, man. Es ist so knapp. Oh nein. Das letzte Ding. Ah, gehen Sie weg, Frau Lehrerin. Oh Gott, ich kann da nicht hinsehen. Okay, wir schaffen es, Leute. Ja, Mann, wir können noch das letzte Item für die heutige Folge holen. Und damit, was holen wir? Nein, die Tasse nicht. Ich würde sagen, wir müssen die Tasse holen. Wir haben ja schon alles. Pam, dann haben wir jetzt eine Tasse gekauft. Macht die Geräusche. Ah, okay, das geht. Ach, das klingt sogar ganz toll. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Und ich bin super gespannt, welche neuen krassen Sachen passieren. Ich bin mega, mega hyped, wie das Ganze jetzt hier aussehen wird. Oh. LOL. Okay. Mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich einfach mir einfach alles auswählen kann, worauf ich Bock habe. Sprich, wenn ich jetzt, sagen wir, einfach wieder hier zurückgehen möchte zu den Shuriken-Sternen. Dass das geht? Nö, das geht. Ah, doch, es geht. Doch, hier, guck mal jetzt so, zum Beispiel den Ball. Habe ich dann weniger Schaden? 300. 343. Nö, Tatsache. Ach, krass. Okay, heftig. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, Dankeschön an denjenigen, der mir das in die Kommentare geschrieben hat, dass ich hier einfach immer die Items wechseln kann. Dass es gar nicht nötig ist, dass ich das hier sozusagen immer, dass ich darauf hinsparen muss und mir dann immer neue Sachen holen muss. Bla, 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 bla. Das war ja das Ding, weil es mich immer so genervt hat, wenn wir zum Beispiel Wassermelonen geworfen haben. Übrigens, falls ihr die letzten Parts nicht gesehen habt, checkt ihr unbedingt aus. Es war super, super crazy. Und jetzt sind wir einfach beim Direktor angekommen, Leute. Okay. Das waren einfach nur Blumen. Es waren einfach nur Blumen. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt wirklich so schlimm ist. Blumen. Blumen sind ja eigentlich ganz was Tolles. Warum beschwert sich der Direktor? Er mag es einfach nicht, dass Blumen in seinem Dings sind. In seinem Klassenzimmer. Aha. Wieder ein paar Blumen.
Warum ist der Direktor eigentlich, der sieht ein bisschen aus wie von Dings, Leute, von Wednesday. Irgendwie so ein bisschen, als würde der zur Addams Family gehören. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie, als wäre das so ein Familienmitglied von der Addams Family einfach. Oh Mann, er ist irgendwie so grau und irgendwie so kalt und trostlos. Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat sich selber gemalt? Was für eine coole Idee. Er hat sich einfach selber gemalt, wie er sich aufregt, Leute. Das ist was ganz Neues jetzt. Das ist was komplett Neues. Okay, okay. Alles halb so schlimm, alles halb so schnell. Wir machen auf jeden Fall hier heute das Ding durch. Es wird sehr, sehr crazy. Und wir müssen auch auf jeden Fall noch die Items kaufen. Oh. Wow, okay, krass, eine Sniper. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh oh. Wow, was ist das für ein heftiges, was ist das für eine heftige Szene gewesen gerade? Was für ein happy end, wollte ich gerade sagen? Nein, was für ein heftiges Ding, Alter, übel krass. Da kommt einfach so ein Sniper und sniped einfach den Direktor weg, Mann, übel crazy. So, zack. Wow, Wind! Oh, Wind kennen wir ja schon. Oh, lol, aber das kennen wir noch nicht, dass die Arme so lang werden. Ja, schade, dass ich nicht noch schneller klicken kann irgendwie. Super, super ätzend. Was passiert jetzt? Huch! Oh, lol. Okay, wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen, dass sie irgendwie runtergefallen sind oder sowas. Aber dieses Mal wurde der Direktor tatsächlich einfach sogar angegriffen. Er wurde attackiert. Er wurde einfach in den Boden reingeschnitten. Naja, auf jeden Fall müssen wir dreimal 165.000 sammeln. Ihr wisst schon, damit wir halt dreimal die neuen Updates, Upgrades und so weiter holen können. Wir haben das Spiel ja sogar schon fast durchgespielt. Ich frage mich, was kommt nach? Was? Okay. Was kommt? Was kommt nach dem Direktor? Wird es Updates geben? Ich habe mir sagen lassen, Leute, es wird nämlich neue Updates geben. Ich habe eine vertraute Quelle, was das Ganze angeht. Und wenn die Updates rauskommen, werden wir die auf jeden Fall spielen. Der Gamemacher hat, soweit ich weiß, gesagt, dass er sich darum nochmal kümmern möchte, dass es neue Level geben wird, Leute. Das ist nämlich auch eine ganz, ganz coole Sache eigentlich. Das heißt also, wir können Bash the Teacher weiterhin spielen. Das ist voll cool. Wenn neue Updates kommen. Ah! Lol, das ist wie bei SpongeBob. Was? Wie cool. Das ist ja wie bei SpongeBob, wenn da so die Hand reinkommt und dann beim Intro, wisst ihr? Wer lebt denn der anderen? Das ist ganz tief im Meer. Und da kommt doch diese Hand rein. Hä, wie cool. Oh, was ist das? Was ist jetzt los? Was ist jetzt? Da kommt ein Zug mit einem Huhn. Achtung! Es ist ja nichts passiert. Was? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Oh, was? Was? Oh mein Gott, was war das? Okay, Leute. Also, listen. Ich habe jetzt ein bisschen gespielt. Habe mich ein bisschen hier drum gekümmert. LOL. Okay, 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 okay. Wir haben 656.519. Mein Ziel ist es eigentlich... Ja, ich will eigentlich das Ganze so hinbekommen, dass wir 1 Million von diesen Sternen haben. Das ist eigentlich mein Ziel heute. Deswegen weiß ich nicht, ob ich wirklich was kaufen soll. Wisst ihr, wie ich meine? Also, falls ihr wollt, dass wir das hier probieren, Leute, mit 1 Million, dann lasst mal auf jeden Fall auch 1 Million Likes da. Das ist das Mindeste. Das ist das Mindeste. Und natürlich nicht vergessen, schaut auf lasoderso.de vorbei, Leute. Denn dort gibt es coolen neuen Merchandise von mir. Also, falls ihr ein Teil der Oder-So-Crew sein wollt, checkt das mal gerne aus, Leute. Da gibt es jetzt nämlich das neue Oder-So-Crew-Design. Das ist hier irgendwo eingeblendet. Ihr könnt es sehen. Hier, lasoderso.de. Könnt ihr gerne mal rein. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Das würde mich super freuen, wenn wir die Oder-So-Crew ein bisschen vergrößern könnten, Leute. Yeah. Alles klar, Dankeschön dafür und genau, wir werden jetzt auf jeden Fall weitermachen, bis wir hier es schaffen, die 1 Million Punkte zu bekommen. Okay, einfach weiter draufwerfen, werfen, 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 als gäbe es keinen Morgen, Leute, als gäbe es keinen Morgen. So, wir machen das Ganze auf jeden Fall jetzt durch, bis wir die 1 Million haben, da kommt die SpongeBob-Hand. Schöne Hand ist es aber auch, muss man sagen. Eine wunderschöne Hand. Eine wundervolle Hand. Sehr, sehr schön. Ich frage mich wirklich, wie lange wird es dauern, bis wir 1 Million Punkte haben? Ich wollte das schon irgendwie in den letzten Folgen schaffen, aber keine Ahnung. Ich habe es irgendwie nie so ganz hingekriegt. Aber ich glaube, beim Direktor können wir es schaffen. Jetzt wird er erstmal aufgepiekst.
Oh. Der Arme, ey. Oh Gott. Der arme Direktor. Okay, der Sniper, den kennt man ja schon. Der Sniper ist wirklich heftig. Der Sniper ist wirklich heftig. In Deckung! Bam! Huh. Oh Mann, wir haben gleich 800.000. Wir haben gleich 800.000 geschafft. 800.000! Da kommen unsere anderen Lehrereien alle in so eine pixeligen Dings. Aus Minecraft sind die jetzt gerade einfach entflohen. Da ist die Miss Pudding oder wie die hieß. Diese Miss Wackelpudding oder sowas in der Art. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß gerade nicht mehr. Madame Pudding, genau. Das war Madame Pudding, dann dieser Sergeant Dumbatz und Professor Dofi. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Das ist auf jeden Fall Professor Dumbatz, Lehrerin. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie die alle heißen, Leute. Ihr wisst es sowieso immer besser als ich. Ich kann mir die Namen nicht merken, okay? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wenn ihr es besser wisst. 800.000 Punkte. Guck mal, wie schnell wir das auch hinkriegen. Wenn ich richtig schnell klicke, kriegen wir das hin. Was passiert jetzt? Oh, ich mag das nicht. Das mag ich nicht. Oh, nee, das mag ich gar nicht. Das gefällt mir nicht, Leute. Das mag ich nicht. Das Ding ist ja, Leute, es dauert ja nochmal doppelt so lange, weil ich ja gesagt habe, dass wir die 1 Million Punkte erreichen wollen. Ja. Und dadurch können wir halt nicht noch schneller sozusagen hier oben die Punktzahl erreichen. Wisst ihr, wie ich meine? Das dauert dadurch länger. Okay. So, dann kommen hier am Ende auf jeden Fall auch nochmal komplett neue Sachen einfach dazu. Gut zu wissen, wir haben gleich 900.000 geschafft. Boah. Oh, was ist jetzt los? Mein Spiel ist kaputt. Was? What? Einfach ein Virus. Oh. Wo ist er hin? Oh mein Gott, das hatten wir auch bisher noch gar nicht gehabt, Mann. Das sind alles komplett neue Sachen, die jetzt hier erst gegen Ende kommen. Mega krass. Mega heftig, ey. Wir haben gleich 900.000 Punkte. Oh mein Gott, es ist so eine krasse Folge heute schon wieder. Es ist so eine heftige Folge. Wir haben uns so heftige Challenges gesetzt und wir haben einfach alle Challenges bestanden, was das angeht. Es ist viel zu krass. Es ist viel zu krass, Leute. Das hat mir keine... Das kann mir niemand nachmachen. Das ist wirklich viel zu heftig. Beim letzten Lehrer ist einfach geschafft, dass man noch 1 Million Punkte macht. Alles, was danach kommt, weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, dass das hier schon keiner geschafft hat bisher. Das finde ich schon ziemlich... Das finde ich schon ziemlich, ziemlich nice. Das finde ich auch ziemlich crazy. Wir können doch eigentlich auch mal was anderes auswählen. Guck mal, ich mache hier einfach mal den Haufen Kacke an die Seite. Das passt schon. Ich glaube, ich hole mir sogar hier... Nee, als Tier würde ich vielleicht... Machen wir mal die Schlange rein. Nee, die macht mir auch zu viele Geräusche irgendwie. Das Chamäleon. Chamäleon. Ja, passt. Okay, weiter geht's, Leute. Wir haben gleich 1 Million Punkte. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Meine Hand tut schon so weh vom Klicken. Okay, wir sind gleich bei 1 Million Punkte. Da kommt erstmal die Hand und schüttelt den erstmal wieder richtig durch. Oh Mann, ey, das ist so bescheuert. Da ist auch einfach ein Kackhaufen bei uns auf dem Tisch. Der freut sich auch einfach, dieser. Oh, wir haben 1 Million Punkte. Ich habe gar nicht darauf geachtet jetzt. Oh mein Gott, ich habe nicht hingeguckt. Wir haben aber 1 Million Punkte. Krass, wir haben 1 Million Punkte. Wie heftig, Mann. Alter, wir haben 1 Million Punkte in diesem Spiel. Alter, was? Es ist der überkrasse Wahnsinn, wirklich. Boah, 1 Million Punkte. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Okay, lass mal in die Upgrades gehen. Lass mal jetzt reinfetzen. Wir können uns den hier holen mit Leichtigkeit. Wir können uns den hier holen mit Leichtigkeit. Und das hier können wir uns auch holen mit Leichtigkeit. Oh mein Gott. Okay, das hier und das. Also zwei Stück können wir uns theoretisch... Nee, können wir uns nicht noch holen. Das ist ein Stück Pizza. Boomerang haben wir jetzt. Die Eule. Ein Krokodil ist auch noch richtig krass. Und hier haben wir jetzt dann noch am Ende sozusagen für 225.000 einen Kaugummiautomat. Aber hier ist jetzt ein Bär. Okay, jetzt können wir eigentlich sogar so weitermachen. Das Ding ist, wir können dann am Ende, wenn wir wieder genug Geld haben, dann uns noch die restlichen Sachen holen. Weil wir brauchen jetzt ungefähr 750.000. Also nochmal fast 1 Million, was übel viel ist eigentlich. Und dann können wir uns die letzten Gegenstände freischalten. Ich dachte, wir könnten uns jetzt schon alles leisten. Aber nein, wir haben 500.000 gerade bezahlt für drei neue Sachen. Und
Wir sind noch nicht mal komplett bis am Ziel, wirklich. Das ist voll krass. Ich würde halt schon gerne wissen, aber das schaffen wir heute wahrscheinlich gar nicht. Wir werden es nicht schaffen, dass wir die letzten Items kaufen können. Das müssen wir dann machen, wenn das Spiel durchgespielt ist am Ende. Das wäre dann die allerletzte Folge oder sowas, keine Ahnung. Ein bisschen was gibt's dann noch zu tun. Diese Eule kommt gar nicht dazu, irgendwas richtig auszusprechen. Hört mal, die macht die ganze Zeit... Die Bahnschranken! Achtung, meine Damen und Herren, bitte Platz machen. Es kommt ein Zug. Machen Sie bitte Platz, vielen lieben Dank. Bitte weg von den Bahngleisen und Ihr nächster Halt ist bitte links aussteigen. Was? Ihr nächster Halt ist bitte links aussteigen. Perfekt, Lars, sehr gut. Okay, wir sind unserem Ziel schon sehr, sehr nahe gekommen, okay? Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Direktor wieder ganz klein und können dann gucken, Leute, okay? Passt auf, wir haben jetzt hier nur noch dieses bisschen, wir haben jetzt schon 687.000, das heißt also, wir können theoretisch... Oh, ich werde jetzt diese Eule wechseln. Die Eule ist immer so laut, das ist ein bisschen, bisschen nervig. Da fand ich die Schnecke irgendwie cooler oder das Chamäleon. Das Chamäleon, Leute. Man kennt es. So. Das funktioniert eigentlich super easy. Das ist eigentlich alles gar kein Problem. Der Boomerang ist auch nicht so fresh. Ja, der Boomerang ist okay. Da fand ich auf jeden Fall die Glühbirne oder den Ball irgendwie ein bisschen cooler. Ja, und heute gibt es gegrillten Direktor auf Spieß. Auf dem Spieß. Auf Spieß. Aufgespießt. Auf dem Spieß. Aufgespießt. Ja, das ist so fies. Wir haben 700.000. Oh ja. Ich sehe es, Leute. Ich sehe es. Wir gehen rein. Zack. Bam, Kaugummiautomat. Nur 300.000, okay. Wir wissen es jetzt. Das heißt, wir brauchen nochmal 1 Million ungefähr, also 900.000, um genau zu sein, brauchen wir, um dass wir diese letzten Dinger nochmal kaufen können. Das wird heftig. Ein Stück Pizza. Das ist jetzt eine Waffe, eine Pistole. Oh mein Gott, die müssen wir sowas von freischalten. Oh, wow, das wird krass. Das wird krass. So, dann haben wir hier Moby Dick oder sowas. Also so ein Delfin, nein. Ein Wal, das ist ein Wal. Ein Delfin, oh nein. Es ist kein Delfin, Leute, es ist ein Wal. Okay, es tut mir leid, ich habe mich versprochen. Ich habe es gleich durchgespielt einfach. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Spiel durchgespielt habe. Bis auf das letzte Item natürlich, logischerweise. Das fehlt jetzt noch. Aber ansonsten habe ich das Spiel weitestgehend durchgespielt, Leute. Und das finde ich sau heftig. Weil wenn ihr überlegt, das ist einfach nur die ganze Zeit klicken, 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 klicken. Ich glaube, ich habe locker 30.000, 40.000 Mal hier die Sachen angeklickt. Ich weiß es nicht. Vielleicht öfters. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall mega, mega oft. So oft, dass mir die Hand wehtut. Wirklich. Und es sind einfach so viele Parts und wir haben es jetzt endlich fast geschafft, dass der Lehrer sogar endlich aufhört. Der Direktor, meine ich, der Direktor wird kündigen, Leute. Es wird jetzt dieses Finale hier geben, das die Schule dicht macht. Für immer, okay? Wir haben es geschafft, wir wurden suspendiert. Wir haben es geschafft, wir wurden mehrmals suspendiert. Eine Woche lang zu Hause bleiben. Verweis von der Schule bekommen. Wir sind von der Schule geflogen. Wir haben es alles geschafft. Und heute wird der Direktor die Schule komplett schließen. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Ja. Oh, ich hab's geschafft. Oh, meine Hand. Wow, wir haben's geschafft. Wir haben alle Lehrer besiegt. Was passiert jetzt? Alle Lehrer freigeschaltet. Was? Wie cool. Und wir haben einfach einen Boxsack freigeschaltet. Das ist jetzt der neue Lehrer. Krass, super cool. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall unseren Boxsack gerade ausgewählt. Wir können jetzt auch einfach den Direktor nehmen und haben dann hier einfach den Direktor komplett freigeschaltet. Wisst ihr, wen ich gerne nochmal sehen würde? Die Frau Lehrerin, die allererste. Ich würde gerne nochmal die allererste Frau Lehrerin sehen, Leute, weil das ist schon so lange her irgendwie. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Das ist nämlich die hier. Leute, falls ihr übrigens nicht alle Folgen gesehen habt, schaut sie euch nochmal im Nachhinein an. Genau, gebt jeder Folge ein fettes Like, Leute. Das ist nämlich voll cool. Das ist so ein Projekt, was richtig gut geklappt hat. Und ich danke euch allen dafür, dass es so super funktioniert hat, Leute. Aber wir sind ja tatsächlich noch gar nicht komplett fertig, ja? Wir sind ja noch gar nicht komplett fertig. Ich werde euch gleich zeigen, wenn jetzt hier die Lehrerin erstmal das wieder getrunken hat. Ich habe das so vergessen, dass es das gab. Oh mein Gott. Okay, genau. Also, es gibt ja noch ein paar Upgrades, die uns hier fehlen, ja? Ich möchte ja nicht den Tag vor der Nacht loben oder wie man das sagt. Nämlich fehlt uns hier für 300.000 dieser Plattenspieler mit dem Lautsprecher. Dann fehlt uns
hier ein Wal, auch nochmal 300.000. Und dann fehlt uns hier die Knarre. Und die will ich heute freischalten, okay? Das bedeutet, wir brauchen ungefähr nochmal 1 Million Punkte. Und wir können das mit jeder Lehrerin machen oder mit jedem Lehrer oder mit jedem Boxsack oder mit jedem Tier, was wir wollen, weil wir haben ja im Prinzip schon alles freigeschaltet. Wir haben das Spiel im Prinzip schon durchgespielt. Ihr wisst schon, okay? Das heißt, wir ziehen auf jeden Fall die Räder an, wir ziehen durch. Ihr lasst alle ein Like da, Leute, und schaut die letzten Folgen an. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Damit unterstützt ihr mich am allermeisten. Und wir machen das. Ah, lol, den Kran habe ich ja komplett vergessen. Was macht der Kran? Stimmt, die wurde mitgenommen. Lol, aber bei ihr hier, bei der Miss Pudding oder wie sie heißt, bei Madame Pudding, genau, kam ja der Kran und hat sie weggehoben und dann war die einfach nackig. Aber ihr Dings fand ich eigentlich immer ganz süß, ihr, wenn sie sich aufgeregt hat, dieses... Das fand ich eigentlich immer ganz süß. Wisst ihr, wie ich meine? Das natürlich nicht, wenn der Boden verschwindet, aber Achtung, das da. Das finde ich irgendwie ganz cute. Also bei ihr hier, bei Miss Thunderface, genau so hieß sie. Oh ja, okay, die sieht auch wirklich nicht freundlich aus. Bei ihr hat mich irgendwie dieses Schreien voll gestört, wisst ihr? Und wenn die sich so aufgeregt hat oder wütend wurde, das war immer so, weiß ich nicht, dieses... Ah! Ich hab das schon komplett vergessen, dass das so war, Leute, irgendwie. Keine Ahnung. Wir gehen gleich nochmal rüber zu den anderen Lehrern. Ich will noch einmal hören, wie sie schreit. Ist aber falsch. Die hat nämlich so einen ganz besonderen Schrei. Den hab ich gehasst, Leute, von dieser Lehrerin. Den habe ich so sehr gehasst, dass sie diesen Schrei hatte. Deswegen wartet. Den da, genau. Achtung. Ah, oh, der Schrei ist ganz schlimm. Okay, gehen wir jetzt zu Sergeant Popo-Kopf. Sergeant Jughead heißt der Typ. Okay, wir machen weiter, Leute. Wir brauchen unbedingt mehr von diesen Sternen. Wenn wir die geschafft haben, dann ist das Ding eigentlich schon geritzt. Ich habe da so Bock drauf, Mann. Das wird so krass. Da ist die Lehrerin. Wo war... Entschuldigung, wir hatten doch eben Unterricht bei Ihnen. Ein bisschen Mathe gemacht. Und jetzt sind beide wütend. Okay, gar kein Problem, Leute, gar kein Problem. Wir haben jetzt sogar schon 400.000 Punkte gesammelt. Das heißt, wir sind sogar schon richtig, richtig weit, was es angeht. Das heißt, es wird eine ziemlich knackige Runde heute. Bei wem war das nochmal, wo der Dinosaurier kommt? War das bei ihm hier, wo der Dinosaurier kommt? Oder war das hier bei... Oder war das bei Madame Pudding, wo der Dino kam? Lol, das habe ich auch komplett vergessen, dass er einfach von einem Blitz getroffen wurde. Irgendwie, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Warum? Warum kann ich mich da nicht mehr erinnern? Das ist noch gar nicht so lange her. Leute, ich weiß, ihr könnt euch alle ein bisschen besser daran erinnern als ich, deswegen... Naja, ich würde nochmal gerne wissen, bei wem das war mit dem Dino eigentlich. Bei wem war das mit dem Dinosaurier? Leute, bei wem war das? Ich weiß es gar nicht, ob es bei ihm war. Wieso freut er sich eigentlich, wenn er mit Pizza abgeworfen wird die ganze Zeit? Das macht so gar keinen Sinn. Oh, ich liebe Pizza. Ich habe so lange keine Pizza mehr gegessen, Leute. Boah, ich habe richtig lange keine Pizza mehr gegessen. Ich muss ganz dringend mal wieder Pizza essen. Ganz, ganz wichtige Sache. Ich habe wirklich richtig lange keine Pizza mehr gegessen. Ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, wann das letzte Mal war. So eine richtig nice Pizza. Früher habe ich jeden Tag Pizza gegessen. Jetzt esse ich gar keine Pizza, Leute. Apropos, Leute, schreibt mal in die Kommentare, welches von den Lehrern hier, also war das Miss Thunderface, Sergeant Jughead, Professor, wie heißt er nochmal, Moment, Professor Bumfluff, Entschuldigung, Professor Bumfluff, Madame Pudding, der Direktor bla 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 oder halt der Boxsack. Was ist euer Lieblingsdingens hier, euer Lieblingslehrer oder euer Lieblings, wie auch immer, ja, was ist euer Liebling hier gewesen, Leute? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare, was eure Lieblingsfolge war hier von dem Ganzen, das würde mich mal interessieren. Und ansonsten, wir machen jetzt erstmal weiter. Also das hier geht sogar relativ schnell, ne, guck mal, das hier geht sogar relativ, wenn man hier die ganze Zeit zack, 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 das geht sogar echt... Glaube ich, mit am allerschnellsten, oder? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir gleich schon mal so viel geschafft, dass wir können jetzt gleich schon zwei Sachen davon holen. 300.000 plus 300.000 plus 300.000 sind 3, 6 und 9. Okay? Ganz einfaches Mathematik.
Ganz einfaches Mathematik, Lars. Ich kann kein Deutsch mehr sprechen. Ganz einfache Mathematik, ihr wisst es, Leute. Das heißt, wir brauchen wirklich einfach 900.000 Punkte. Und wir hatten in der letzten Folge ja schon 1 Million Punkte erreicht. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, Leute, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das ist extrem wichtig, ja. Sonst habt ihr einiges verpasst. Das ist wichtig, Leute. Wichtig, wichtig. Ich finde es schade, dass das Projekt jetzt schon so ein bisschen vorbei ist, dass jetzt nichts Neues kommt, weil ich das Spiel echt ganz gerne gezockt habe, tatsächlich. Und ich weiß, ihr da draußen habt es auch gerne geguckt, wisst ihr? So, ihr da draußen habt ja auch voll gerne hier die Folgen mit mir zusammen gemacht. Das war eigentlich immer ganz cool. Ich habe es eigentlich echt gemocht, das Projekt hier. Jetzt ist es leider ein bisschen sozusagen ein bisschen zu Ende schon fast. Okay, passt auf. Wollen wir schon mal das hier holen und das andere auch schon? Ja, komm, wir machen das jetzt. Und dann holen wir uns als allerletztes die Waffe. Und ich bin richtig gespannt, was die bringt. Los geht's. Okay, Plattenspieler, check. Moby Dick, check. Jetzt haben wir 7000 Geld oder Sterne oder wie viel auch immer oder was auch immer. Und dann fehlt hier nur noch diese Pistole. Was macht diese Pistole? Boah. Was? Wie cool. So, 300.000. Jetzt setzt es, Leute. Jetzt setzt es. Wir machen 578 Points. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall... Wie lange brauchen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Das wird auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück dauern. Also wir haben gleich auf jeden Fall schon mal die ersten 50.000. Danach haben wir die ersten 100.000. Und dann geht das immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. Ich muss sagen, der Wal, der nervt schon ein kleines bisschen. Deswegen switchen wir mal ganz kurz ab. Wir switchen ab. Yeah, yeah, yeah. Wir gehen rein und wir holen uns hier den Fuchs. Der ist süß. Der macht einfach Hundegeräusche, ne? Ist einfach ein Hundefuchs. Ein Hundefuchs, ein Idefix, Leute. Kleiner, süßer Fuchsi. Es passiert halt hier gar nichts, ne? Das ist halt das Ding. Wollen wir einfach mal weiterhin... Komm, wir gehen einfach mal rein. Den Lehrer, an den hier können wir uns erinnern. An den... Genau, Madame Pudding. Mich würde mal nämlich interessieren, wer von denen... Die fand ich eigentlich immer ganz süß. Also der kann man doch nicht böse sein, Leute. Das könnt ihr mir doch nicht sagen. Die ist doch voll süß irgendwie. Aber mit dem Punching Bag kann man dann am allermeisten Geld farmen, weil der bewegt sich ja halt einfach im Prinzip nicht. Wisst ihr, wie ich meine? 100.000 Punkte. Wir haben es gleich so weit, so gut geschafft, Leute. Oh. Aha, ja, okay. Da war das mit dem Dinosaurier. Voll cool, dass wir das auf jeden Fall jetzt nochmal sehen. Und schwupps. Ihre Arme sind so... Und weg. Okay, 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 Leute. Wir ziehen das Ganze hier durch. Wir müssen auf jeden Fall 300 Punkte schaffen. Ich will es schaffen, Leute. Ich will es schaffen. Es ist das allerletzte Item, was uns hier fehlt in diesem Spiel. Warum ist sie da drunter? Ich weiß es nicht. Weg mit dir. Weg, 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 weg. Ich bin hier gerade was am Erzählen. Es ist das letzte Item, was uns hier fehlt in dem Spiel. Danach haben wir das einfach komplett durchgespielt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, der große Lasini, hat zum allerersten Mal ein Spiel durchgespielt. Oh nein, nicht das. Oh nein, nicht das. Guckt bitte alle weg, Leute. Oi. Das habe ich vergessen. Ich will ganz kurz den Lehrer wechseln. Wird irgendwie wieder Professor Bumfluff oder wie der heißt. Bumfluff. Professor Bumfluff. Bumfluff. Blabla. Professor Blabla. Das Krasse ist, guck mal, wenn man hier kann man sogar in die Ecke werfen und dann trifft man ihn immer noch. Hier oben an seinen Haaren. Hier an seinen Armen nicht. Gott, bin ich erschrocken. Wir fliegen durchs Universum, Hilfe! Boah, das ist auch echt ein krasses Ding ins Kirchen. Das ist schon echt crazy. Also wirklich sehr, sehr crazy. Okay, okay, Leute, ihr checkt das aus, okay? Wir machen das jetzt hier weiter. Wenn 200 Punkte hier farmen und dann, ja, werdet ihr sehen, was diese Pistole macht. Er wird einfach zur Schnecke. Schnecke. Ey, du Schnecke. Raus mit dir, kleine Schnecke. Mach die Tür auf und raus mit dir. Wir werden mit dem Boxsack, okay? Wir machen das jetzt mit dem Boxsack. Die letzten paar Sterne oder Punkte, die wir hier sammeln müssen, werde ich hier einfach mit dem Boxsack himself machen, Leute. Und wenn wir das haben, ich kann es nicht abwarten. Es ist wieder so nice, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Dieses Erfolgserlebnis, wenn man dieses Spiel hier durchspielt, ist unglaublich. Wir haben es geschafft. Wir haben es durchgespielt, Leute. Wir müssen nur noch dieses Ding hier kaufen. Ihr lasst jetzt alle ein Like da. Jetzt sofort, Leute. In 3, 2, 1 und kaufen. Okay, wir haben die Knarre gekauft, Leute. Aber was macht die? Was macht die Knarre? Was kann die? Zeigen Sie mal her, was kann die Knarre machen? Oh, jetzt haben wir hier sogar einen Arm. Cool. Alter!
Oh, krass. Wir haben eine richtige Laserpistole. Oh, nice. Oh, nice. Was ist, wenn wir so richtig schnell klicken? Okay. Okay, schneller geht nicht, Leute. Schneller geht's nicht. Okay, das Ding ist wirklich, 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 wirklich cool. Also, Ladies and Gentlemen, wir haben Bash the Teacher durchgespielt. Ja, wir haben es durchgezockt. Lasst alle, wenn ihr wollt, gerne ein Like da, Leute. Wir haben das Spiel durchgespielt. Wir haben jetzt hier piu, piu, die Knarre. Boah, ist die cool. Yeah. Piu, piu, piu. Okay, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Hab ich alle ganz so lieb. Wir sehen uns. Schaut auf lasoderso.de vorbei für neuen coolen Merchandise. Und wenn ihr Teil der Oder-So-Crew werden wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und ich hab euch alle ganz so lieb. Wir sehen uns. Ciao.